Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Ich bin auf einem Island, wie man vielleicht erkennen kann. Und ich habe es endlich geschafft und habe den Dr. Schleim mir holen können als zusätzliches Monster. Und wir haben hier die Katharina, glaube ich, war es. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, als Dorfbewohnerin. Muss einfach mal gucken, was die für Werte hat und wie die mit irgendwem zusammenpasst. Ich habe gerade vorhin schon mal jemanden geholt, allerdings hat es dann überhaupt nicht gepasst, weil die hatte von den Werten her 1, 3 und dann frech. Also 1 Größe, 3 Stil und dann frech. Und ich hatte nur eine Person, die zumindest so niedrig war, mit 2 und 3 und naja. So, Katharina reist Dingsbums, Dr. Schleim reist Blabla, freunde dich mit vielen verschiedenen Monstern an, gibt uns nämlich jetzt nochmal eine Mini-Medaille. Und das war mir nämlich wichtig, dass wir das jetzt auch endlich mal schaffen. Jawohl, Patting. Noch 8 weitere Tafelziele und dann haben wir es ab Bauerglas. Na wunderbar. Wir müssen ja auch noch den Raum bauen, der ganz unten ist. So, Malrod schmeiße ich jetzt erst einmal aus der Gruppe raus und Bibi schmeiße ich auch raus. Der habe ich im Übrigen so ein Königsschwert gegeben. Und weil ich es jetzt schon gerade mit Schwert habe, hat es geheißen, ich möge doch wegen dem Fluch. Es gibt doch dieses verfluchte Schwert. Warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal da hoch, schnell auf die Bergspitze. Oft an die Chaos-Ecke gehen wir jetzt mal. Hier steht alles rum, was ich an Tischen einstecken hatte. Und zwar gibt es diese verfluchte Klinge. Wo bist du? Oder muss ich die herstellen? Ich weiß es jetzt nicht. Es könnte auch sein, dass ich die herstellen muss. Ja, hier. Schwert der Verderbnis. Eine sperrige Waffe, die in einer seltsamen, finsteren Form geschmiedet ist. Angriff plus 50 strahlt eine unheilvolle Aura aus. Diese können wir herstellen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob ich es richtig mache. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr mir aus der Patsche hilft. So, die hier muss ich ausrüsten. So, Errungenschaft freigeschaltet, unvorsichtig umgezogen. Oh je, das Schwert der Verderbnis. Ja, das Schwert der Verderbnis. Dann hüpfen wir mal einmal ganz kurz hier zu den scharlachroten Sanden, weil da weiß ich, dass da nämlich ein Schmicktischlein steht. Nicht übers Lava fliegen. So. Aussehen ändern. Ja, ja, geh rein. So, und als Deko sollen wir jetzt auswählen dieses Ding hier. Bist du mit einem... Ja? Schwere Verdammnis ist... Okay, irgendwie... Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das das Erdrick-Schwert war. Warte mal, das da haben wir ja ausgerüstet, ne? Schwert der Verderbnis. So. Das haben wir jetzt ausgerüstet. Das tut weh. dann gehen wir zum Aussehen ändern. Weiblich. Schwert. Und jetzt hat er aber, oder? Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie das jetzt war. Ansonsten wäre es blöd. So, jetzt muss ich noch mal schauen, weil ich glaube, am Schminktisch muss ich nicht das auswählen, sondern die Falkenklinge. Also, schauen wir mal, wo ist die Falkenklinge? Oh, die habe ich noch gar nicht, oder? Zypresse, Stein, Zacken, Giftnadel. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz an den Amboss gehen. Ich habe jetzt wieder... habe ich einen Amboss da? Nein, habe ich natürlich nicht. Ja, den Plan muss ich auch wieder
hinsetzen. Quatsch, was willst du? Du willst doch den Amboss haben. Schauen wir mal, ich hoffe, dass ich es herstellen kann. Die Falkenklinge, wo bist du? Königsklinge? Falkenklinge, hier, die hier. Zack, zack, stellen wir die mal her. Die habe ich eh noch nicht. So, die müsste jetzt sogar... Nee, ist nicht einmal neu. Ich dachte, die hätte ich noch gar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt halt hier hin. Aussehen ändern. Auf die Waffe. Und Falkenklinge. Und jetzt? Ah, das ist jetzt die Falkenklinge, die neue, ne? Mach mal an. Damit haben wir nämlich 126 Schaden und die stößt bei jedem Angriff zweimal zu. Sprich, die hat wesentlich mehr als die hier, weil die hat ja nur 118 und die hat ja im Grunde 250, wenn man so will, 252. Ist natürlich nice. Definitiv nice. Also, da war ich mir jetzt nicht mehr sicher mit dem, wie man das macht, aber Dankeschön auf jeden Fall nochmal für die Kommentare. Ich glaube, den habe ich jetzt schon zwei oder dreimal bekommen, den Kommentar. Und ich habe es immer wieder vergessen jetzt gerade. Mit dem Ausrüsten hat mir das natürlich schon gerade die Erinnerung wieder gegeben, dass ich das mal machen wollte. So, also vielen Dank nochmal. Damit würde ich sagen, packe ich euch zwei... packe ich euch zwei mal hier rein. So, dann werden wir noch mal ganz kurz hüpfen und zwar zu unserer Käferkarre. Da haben wir das letzte Mal im Grunde aufgehört. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich... Naja, doch, ich lasse die da stehen, das passt schon. Laufen wir da mal rum. Oder durch. So, weil die sind nämlich schon recht weit. Das ist auch schön, dass die mir immer schön Essen machen jetzt. Die müssen wir platzieren. Müsste auch alles gut sein. Jawohl. Also im Grunde fehlen jetzt halt noch diese Steine, die Burgmauerpfeiler, Burgbauzinnen. Ich dachte, das habe ich alles da drin. Okay, da fehlt uns auf jeden Fall noch was. Machen wir das Ding wieder aus. Und gehe ich mal ganz kurz durch, ob ich davon jetzt noch was einstecken habe. Ansonsten werde ich das mal ganz kurz herstellen. So, ich wollte hier aber auch noch zeigen. Und zwar war ich ja jetzt auf dem Island und habe dann nochmal ein paar Sachen geholt. Unter anderem die perfekte Pflaumenbeere, die Aubergine ist neu. Oder Aubergini heißt sie ja hier. Ich habe die Hortensien geholt, die sind neu. Was war noch? Ich glaube, von den Bäumen, die waren neu. Also die hier. Und habe dann gleich nochmal Pflaumenbeerbäume geholt. Was habe ich noch geholt? Heilpflanzen nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall einiges an Zeug, was jetzt halt auch neu mit drin ist. Ich habe jetzt auch mal Moosblöcke. Was heißt Moosblöcke? Die Düngerblöcke. Wo sind sie denn? Hier Humus geholt, weil die sind ja recht gut, was den was das Wachstum angeht. Das habe ich heute, Wortfindungsstörungen. So, nee, dann muss ich tatsächlich... Kuh bekommt ein Baby. Alles klar. Dann tue ich dich mal wieder rein. So, dann zeige ich euch mal hier. Also ich habe jetzt halt mal einfach nur erst einmal die Mauer dahin gezogen. Das wird ja alles noch ganz anders, ne? Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich das mache mit dem Liquidraum. Den werde ich dann eher außerhalb platzieren, nicht da hinten. Oder ich... Ach, Quatsch. Ich gehe in den Fels rein. So werde ich es machen. Wir gehen da in den Fels rein, weil das soll ja ein bisschen labormäßig dann ausschauen.
So, bauen wir mal, was noch fehlt. Dass die da fertig machen können mit dem Schloss. Den habe ich hier draußen stehen. Da haben wir noch. So, wahrscheinlich sind es bloß noch die da, oder? Die da fehlen. Ja. Komisch. Achso, na gut, das Ansatzzeug ist ja hier drin. Das müssen die halt einfach erst einmal verarbeiten, ne? Ach so, okay. Rein damit. Dann bekommt ihr die und könnt weitermachen. Und wahrscheinlich auch fertig machen. Na, da bin ich ja gespannt, wie das klappt dann. Wie ich es mir vorgestellt habe. Ach so, den habe ich uns vorhin dahin gestellt, weil den möchte ich nämlich gerne selber als letztes dann dahin platzieren. So. Hier habe ich auch schon mal Platz gemacht. Warte mal, kann ich dich nicht? Ja, die Kiste ist jetzt natürlich rein. Und wieder mal suche ich die Kiste, ne? Da. So. Das müsste aber passen, oder? Ja, also ich sehe jetzt halt nichts, was irgendwie noch fehlen sollte. Wenn, dann muss ich einfach mal gucken, was ich noch machen muss. Wir können ja mal durchschauen, ganz kurz. Das ist alles drin in der Kiste. Das da auch. Steinstufen sind drin, Leitern sind eigentlich drin, Flachdach. Wir lassen die jetzt einfach mal noch werkeln. Dann sehen wir schon den Thron, wie gesagt, den setze ich als letztes hin. Das passt. So, und zwar war dann meine Idee, als ich das hier so platziert habe, wir haben ja noch das eine, dieses eine Blatt, hier. So, jetzt muss ich mir das nur mal ganz kurz anschauen. Nicht Räume, Baupläne. Die habe ich ja gar nicht, stimmt ja. Ich wollte das anzeichnen, aber hatte ich nicht. Warte mal, die Grünstiftzeichnung, die könnte man mal schnell. Das ist nämlich das Ding hier, was ich in der Hand habe. Dann gehen wir doch nochmal rüber. Oh meine Güte, ist das heute ein Chaos. Weil ich wieder an 1000 Plätzen gleichzeitig agieren will. Würde ich gerne. Vielleicht hierhin platzieren. Nur die Frage. Oder da hinten? Ich weiß nicht, wie das da hinten ist. Aber da haben wir eigentlich auch keinen Platz mehr, ne? Wie groß bist du? Ja, wir werden nicht hier unten rein. Na gut, dann machen wir das eben hier mit her. Aber, und da würde ich gerne zu
zum einen das hier alles austauschen wollen. Und ich weiß aber nicht, wie tief das runtergeht, ne? Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass es vielleicht nur oberflächlich ist. Dann könnte ich das nämlich einfach austauschen gegen irgendwas anderes. Vielleicht, dass man dann wirklich nur komplett Sand nimmt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Schauen wir mal. Ach ja, der war noch neu. Der blubbernde Sandstrand, Strandsand. Der hier war noch neu. Ein knirschender Kiesklumpen, in dem scheinbar etwas feststeckt. Also den habe ich noch als besonderen Stein abgebaut. Den werde ich auch so lassen, wie er ist. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwo mal verbauen werde. Ich weiß es echt nicht. Moment, das ist Strandsand. Den will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich den normalen Sand. Ja, okay. Mach mal einfach mal einmal nach unten gucken, bitte. Und dann gehen wir immer in die tiefste Ecke rein. Wie ich das hier mache, weiß ich noch gar nicht mit dem Übergang. Ob ich da überhaupt einen Übergang machen soll. Ich wollte jetzt halt einfach nur mal das da austauschen. Weil der Plan, der passt ja im Grunde recht gut hin. Warte, lass auf dem. Das muss ich ja nicht alles sammeln. So. Können wir das eigentlich hier hinstellen als Sehenswürdigkeit? Sollte normalerweise auch hinhauen, ne? Ja, das wird schon. Jetzt machen wir hier noch jeweils zwei weg. So, wir brauchen allerdings eine Kiste. Eine habe ich ja noch da. So, zack. Wir brauchen Sandstein. Warte mal, die können jetzt erst einmal wieder rein. Wir brauchen Sandstein. Wir brauchen eine Holzwand. Wir brauchen Holzboden, okay. Und Hartholz. Teppich. Was wird denn hier gebaut? Hä? Oh, warte mal. Das ist natürlich das Innere, ne? An das habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Dass man da vielleicht auch reingehen könnte. Da ist tatsächlich hier ein Eingang auf der Seite. Cool. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Okay, ja, tun wir erst einmal die Sachen rein. Schauen wir mal, was ich noch einstecken habe. Fässer, das Brot, die Banner. Okay, und wenn noch irgendwas fehlt, dann muss ich es halt noch nachreichen.
und sollen die jetzt erst einmal da bauen. Soweit wie es geht. Und wie ich das dann außenrum gestalte, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, ich denke auch nicht, dass der Weg hier oder dieses Pflaster hier einfach so bleibt, wie es jetzt ist. Also auch das werde ich mit Sicherheit noch anders dekorieren, die ganzen Wege. Jo. Wasser muss hier noch rein. Allerdings habe ich gerade kein Wasser einstecken. Ich habe schon Wasser einstecken, aber ein anderes. Wo stelle ich denn jetzt die Dinger hin? Am besten ist es eigentlich drüben bei der Burg, ne? Wir nehmen den silberfarbenen Ziegel und hüpfen gleich wieder rüber zur Burg. Oh, heute bin ich ja wirklich chaotisch ohne Ende. So, hier habe ich mir auf jeden Fall gedacht, so ein Felder her werde ich auch so machen. So, jetzt muss ich mir nur erst einmal über... Ach, eben, platzieren wir es doch einfach mal da. Hier ist aktuell gar nichts. Ich mache jetzt halt einfach hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht im Grunde. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So, dann kann ich nämlich da... das Matschwasser oder Schlammwasser oder wie das heißt, reintun. Ich glaube Schlammwasser oder so heißt es. Dann tue ich in einem gebührenden Abstand nochmal so ein Becken hinmachen. Da können wir dann nämlich noch andere Flüssigkeiten reinfüllen, sodass die hier erst einmal ja, gesichert sind. Sagen wir mal gesichert. Ich muss nur aufpassen, wenn ich eine von den Flüssigkeiten rausnehme, dass ich dann nicht aus Versehen eine andere noch mit erwische. Ich weiß halt nicht, inwiefern das wie weit die Blöcke sind. Okay, also das erwische ich auf jeden Fall. Das erwische ich auch noch. Okay, das ist aber auch interessant, dass hier, wenn ich rangehe, an der Stelle, dann kann ich das Matschwasser aufnehmen. Ich möchte mir nämlich irgendwas überlegen, dass das, was an Flüssigkeiten ist, was ich im Grunde dann hier eine Wand habe, die Flüssigkeiten dann quasi dahinter sind und wenn ich dann hier hingehe, dass das dann auch tatsächlich aus dem geschöpft wird. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit dem Ganzen. Was soll das, ne? Ich bin gerade im Moment am Erdbeeren essen, weil ich nichts anderes habe. Die sind zwar hier fleißig am Kochen und haben auch Stockfisch und so weiter immer wieder parat, aber... So, wir könnten mal gucken, wie das ist mit dem... Wie gesagt, der Thron und alles, das kommt da oben hin. Wir können erst einmal nach da oben auch schauen. Wenn ich da hochkomme. So, das wird eh hier noch alles zugebaut, also von daher zu oder weggebaut oder wie auch immer, ne? Darf wahrscheinlich auch nicht zu hoch gehen. Das da wird... Warte mal, wir machen das jetzt mal ganz kurz, dass wir mal testen, wie hoch wir gehen können.
ist jetzt gerade von den Bergen her auch noch nicht das höchste, ne? Da vorne ist noch höher. Und da ist eine Höhle, fällt mir gerade auf. War noch nie aufgefallen. Da muss ich jetzt mal hin. Öha? Okay. Das wusste ich gar nicht. Also auf jeden Fall, die Höhe ist noch nicht die höchste. Da geht's auch noch mal ein wenig mehr. Alles klar. Na dann passt's. Brauchen wir jetzt keinen Kopf machen. Dann können wir hier ohne weiteres hoch und können dann im Grunde hier auf der Ebene, sage ich jetzt mal ungefähr, dann auch das den Thronsaal bauen. Wunderbar. So. Genau, wir brauchen hier wieder diese Steine. Wie ich das hier machen werde, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich würde aber jetzt halt mal sagen, dass ich mir bitte die Handschuhe nehme. Sie wollte jetzt einfach nicht ändern. So, ob ich überhaupt was färbe, weiß ich noch nicht. Also zum Färben gibt es auf jeden Fall was, aber ich weiß noch nicht was. Welche Farben meine ich? Schon wiederholen. Hallo. So. Einmal so. Wir brauchen ein Burgfundament. Wie viel können wir machen? 7 Stück. Ach, das ist ja toll. Oder seht ihr mal, was da noch fehlt. Ach so, das ist dann drüben, ne? Das sind die Sachen, die drüben fehlen. Ei, das sind zwei Rezepte, die jetzt halt hier kollidieren. Aber gut, man kann sie ein bisschen auseinanderhalten schon. So, aber das ist jetzt nicht das, was ich will, sondern ich will die hier. Das Ganze einmal in Burgfundament. Ja, bitte, sonst würde ich es nicht machen. Und umändern kann man die ja jederzeit, das ist ja kein Thema. So. Einmal sortieren. Einmal wegpacken. Der macht einen Lärm, ne? Deswegen habe ich den eigentlich immer auf den Islands oder in den Teilen, wo ich nicht bin. So. Handshear weg. Füllmodus. Eins nach unten, warte mal, 5. Aber... ja, halt. Den muss ich ja auch noch machen. Habe ich jetzt noch Treppen einstecken? Ich glaube, die habe ich denen alle in die Kiste rein. Ja, das sind die, die vorne in der Kiste sind. Ich hole die mal lieber. Ich möchte zu viel jetzt halt herstellen. Später lösche ich es dann bloß wieder. Oh, die brauchen die gar nicht mehr. Alles klar.
schauen wir mal, was noch fehlt. Weil im Grunde sollten die doch alles gehabt haben. Ist es tatsächlich nur noch der Thron? Ja, cool. Dann können wir den Bauplan beenden. Ja, ist ja krass. Und tada, Blaustiftzeichnung ist fertig. Wunderbar. Damit haben wir das. Jetzt können wir im Grunde auch da anfangen, ne? Oh Mann. Zum Beispiel diese Holzdinger wegmachen. Jetzt ist es ein gigantischer Thronsaal. Gigantischer, cooler Thronsaal. Aber wie kann das sein? Ist doch viel größer. Ja, eben, ne? Denke ich mir doch. So, ich brauche nämlich die da. Und dann passt es nämlich auch. Gott, gigantischer großer Thronsaal. Ich werde wahrscheinlich das Ganze hier nach vorne. Muss man mal gucken, wie viele das sind. Oh ja, das passt sogar genau. Machen wir da mal zwei. Dann kommt da einer, zwei. Dann kann man hier eine Säule machen, da eine Säule machen und dann da nochmal einen. Und dann kann man nämlich da Figuren hinstellen und da drüben auch. Ich glaube, das wird nice. So, jedenfalls der Plan ist erledigt. Und damit können wir dann das nächste Mal den nächsten Teil anreißen. Und zwar den vorderen, wo das Tor ist und so weiter. Nice. Tun wir das mal weg. Die Kiste. Ich stelle sie jetzt erstmal dahin. Yep. Ja, dann mache ich das. Dann gehe ich zurück und nach Mondbach und reiße mal ganz kurz das Schlösslein an, also im vorderen Bereich. Und das ergänzen wir dann quasi hier an der Stelle. Yep. Und dann können die nämlich das nächste Mal bauen und dann werden wir anfangen hier mit dem Umbau da vorne, mit dem Durchgang und so weiter. Wird bestimmt interessant. Alles klar. Leute, wenn es euch heute gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, würde ich mich echt freuen über ein Like, über Kommentare. Lasst auch gerne ein Abo da, kostet nichts und ihr werdet immer informiert, wenn ein neuer Part hochgeladen wird. Und ansonsten wünsche ich euch nur das Beste und ja, noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.